Hans-Georg Ziemoch geht ein Schauer über den Rücken, wenn er all die alten Kohlewaggons in der Zeche Zollern sieht. Über 40 Jahre lang hat er unter Tage malocht. Keinen Tag davon hat er vergessen. Es war schon hart. Wenn du unter Tage bist, darfst du nichts von oben mitnehmen. Dein Kopf muss frei sein für deine Sicherheit. Ich habe Strebrüche miterlebt und alles. Der war schon gefährlich. Ich habe oft mit dem Leben gespielt. Harte Bedingungen Anfang der 1920er Jahre. Es gibt weder Kranken- noch eine Unfallversicherung. Der Bergmann hat praktisch keine Rechte. Auch in der Zeche Zollern wird ungeschützt malocht. Viele Kumpel rutschen ab in die Grube, einige werden schwer verletzt geborgen, andere sterben. Durchweg alle werden krank. Vor allem die Lunge ist bei den Bergleuten nicht mehr voll funktionsfähig. Leider Gottes 50% Staub. Das merkt man auch sicher in meiner Aussprache. Man hat Silikate eingeatmet, die ganz einfach nicht mehr rauszukriegen sind. Das heißt also, ist nicht mehr zu reparieren, das ist so, da muss man mit leben. In den Anfängen des Bergbaus ist es im Grubenschacht zappenduster. Die Bergleute tragen ihre Lampen am Mann, die Kumpel sind einem großen Absturzrisiko ausgesetzt. Seit Mitte der 1950er Jahre wird Arbeitsschutz offiziell ernst genommen. Nach Jahrzehnten gibt's zum Verinnerlichen endlich Warnhinweise und Plakate mit Schutzmaßnahmen. Eine ortsfeste Beleuchtung in den Gruben wird installiert. Arbeitsschutzkleidung wie Gummistiefel mit Stahlkappen und feste Handschuhe werden Pflicht. In den 1960ern bekommen die Kumpel zusätzlich noch Kopflampen für ihren Gang in die Dunkelheit. Ein altes Sprichwort heißt, ein Bergmann ohne Licht ist ein verdammt armer Wicht. Die Zeche Zollern macht Bergbaugeschichte lebendig. Was für Maßnahmen hat man getroffen für Sicherheit? Wie haben Sie sich zum Beispiel umgezogen in der Tau? Die Lampenstube, der Bereich Explosionsgefahr und Grubensicherheit. Originalhelme sind hier ausgestellt. Sämtliches Arbeitsschutzequipment von damals wurde zusammengetragen hier in der Zeche Zollern. Sogar ein Notfallhelfer wurde rekonstruiert und Rettungskoffer mit Sauerstoff sind zu sehen. Die Arbeitssicherheit bei den Bergleuten wird sogar beworben, Urkunden verliehen für vorbildliches Verhalten. Der 1. Mai erinnert an den Kampf der Gewerkschaften für stärkere Rechte, unter anderem für bessere Arbeitsbedingungen. Er wird 1919 erstmals in Deutschland nach massiven Streiks leider nur für ein Jahr durchgesetzt. Erst die Nationalsozialisten instrumentalisieren 1933 den Feiertag und führen ihn ein, um die Arbeitgeberverbände auf ihre Seite zu ziehen. Tag der Arbeit ist ein Feiertag, den die Gewerkschaften lange gefordert hatten, der dann 1919 zum ersten Mal verwirklicht wurde. Schutzeinrichtungen oder Schutzbekleidung gab es eigentlich ursprünglich nicht. Ja, auch noch um 1900 sind die Bergleute mit alten abgelegten Klamotten eingefahren, mit einem Hut, mehr nicht. In der Zeche Zollern sind insgesamt 161 Bergleute bei ihrer Arbeit tödlich verunglückt. Ein Stein, man konnte den nicht sehen, wir wussten das selber nicht. Auf einmal klatsch kam der runter und hat seinen Kopf dann auf die Bögen geschlagen und er war dann sofort tot. Ich habe insgesamt 9 Menschen verloren. Das kannst du nicht so ohne weiteres verarbeiten. Maloche unter Tage, für Georg Ziemoch nicht nur ein Teil seines Lebens, sondern ganzer Lebensinhalt. Schorsch, weiße noch in dicke Bank, wenn die Stempel tanzten. Unterm Druck der Sandsteinbank, weil die den Tanz verstellt. Und wir Kumpel blickten bank zum Hangen und wir pflanzten Zusatzstempel an den Bruch, damit der Strebraum hält.